Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den Großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine der schnellsten Strecken der ganzen Saison, wobei ungefähr 60% der insgesamt 4,34 Kilometer mit Vollgas genommen werden. Die Fahrer bekommen es hier insgesamt mit 14 Kurven zu tun und die letzte davon kann ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Ich sage nur Wall of Champions. Der Einsatz des Safety Cars ist fast sicher. Die Strecke hier in Kanada ist sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern sehr beliebt. Wir haben hier schon oft Überraschungen erlebt und heute wird Stefan Römer neben mir Platz nehmen. Mir fällt gerade keine andere Strecke ein, die gegen Ende des Rennens so viel Spannung bietet wie diese hier. Gegen Ende des Grand Prix sind die Bremsen natürlich schon abgenutzt und das Wetter könnte sich geändert haben. Du musst also immer bis zur letzten Kurve hochkonzentriert bleiben. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Toro Rosso startet von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Verstappen, Nico Hülkenberg und Perez. Ricciardo, Sainz Jr., Alonso und Kevin Magnussen. Grosjean, Stroll, Esteban Ocon und Hamilton. Raikkonen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Leclerc, Brandon Hartley und Marcus Ericsson. Van Dorn und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Du musst es heute mindestens auf Platz 13 schaffen. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2018 hier in der Karriere. Ja, mein Chefingenieur scheint so nicht ganz optimistisch zu sein. Obwohl wir hier von Startplatz 1 ins Rennen gehen. Wir hatten ein richtig geiles Qualifying, haben es geschafft, auf den ersten Platz vorzukommen, auf dieser sehr, sehr schönen Strecke. Und ja, wir starten erst auf den Hypersofts, dann Ultra und nochmal Ultra. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich so hinhauen wird. Ich überlege sogar, weil es ja irgendwann regnen soll, ob wir nicht den zweiten Reifensatz zu einem Supersoft machen. Und obwohl das bringt leider auch nicht besonders viel. Machen wir es mal kurz rückgängig. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich werde aber definitiv mehr Benzin mitnehmen. Denn das werde ich auf den Geraden brauchen. Schauen wir mal, wie es laufen wird hier. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen und ich denke mal auch ein hartes Rennen. So, die Zeit gegenüber Bottas, die war halt so gering klein. Also da werde ich definitiv ganz schön viel Ärger mitkriegen mit Bottas, glaube ich. Und auch mit Vettel, die waren beide sehr, sehr schnell. Mal gucken, wie es laufen wird. Aber Montreal ist definitiv eine Strecke, die mir sehr viel Spaß macht, die sich eigentlich auch schön fahren lässt. Und ja, das Schöne ist ja dadurch, dass wir in Monaco ja die ganzen Komponenten, Motor, Elektronik etc., pp., Getriebe, dass wir das alles neu angefordert haben, haben wir hier natürlich ein sehr, sehr frisches Auto. Und hier ist ein sehr, sehr hoher Vollgasanteil. Zwei Drittel der Strecke wird Vollgas gefahren. Das heißt, wir haben mit unseren guten Komponenten gegenüber den Leuten, die abgenutzte Komponenten haben, dann doch einen Vorteil. Und ja, vielleicht ist ja einer von denen, die hinter uns sind, mit leicht abgenutzten Komponenten gerade auf der Straße. Das heißt, die könnten vielleicht im Laufe des Rennens abnutzen oder sonst was. Und ja, mal schauen. Es wäre definitiv nicht verkehrt, wenn wir denn da einen Vorteil hätten am Ende. Aber jetzt wird es auf jeden Fall interessant, erstmal die Startphase überstehen. Ist natürlich vom ersten Platz aus, sollte das gut möglich sein, dass wir da kein Reifen irgendwo vorkriegen von Flügel oder sonst was oder irgendeinem hinten drauf fahren.
Sollte also da ein bisschen besser laufen. Ich hoffe es zumindest. Aber dafür müssen wir natürlich auch gut wegkommen am Start. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Quersteher. Aber direkt vor Bottas, Gott sei Dank, noch geblieben, ey. Noch nicht mal ihm reingeknallt. Das war Glück. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und Vettel hat es an Bottas vorbei geschafft. Der wird natürlich jetzt mich hier versuchen zu jagen. Hat das aktuell noch auf dem dritten. Und Vettel ist ja auch der WM-Führende hier gerade bei uns. Ich glaube, wir sind 13 oder 17 Punkte. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Sind wir hinter dem Heppenheimer? Von daher, das ist auch eine WM-Geschichte, die wir hier gerade ausfahren. Für uns wäre es natürlich besser gewesen, wenn er am Start schlechter weggekommen wäre. Hier kann er Gott sei Dank nicht so gut überholen, deswegen kann ich hier noch das ERS aufladen. Aber hier wird es jetzt wichtig, das ERS. Denn Vettel ist sehr, sehr nah dran. Mal ein bisschen hochpowern, Fettgemisch und überholen. Hier hat schon mal ganz gut funktioniert. Und dazu muss es schon mal keinen Angriff reinhauen. Wir haben eine relativ schnelle Runde auch gefahren. Keiner der Verfolger konnte jetzt die Runde Gott sei Dank verbessern. Aber Vettel ist trotzdem extremst nah halt dran. Ne? Also unter einer Sekunde, gerade mal eine halbe Sekunde Rückstand hat er. Oh, noch Quersteher beim Rausbeschleunigen hier. Boah, da gibt er mir einen Check. Da hat er mir aber einen Check gegeben, ey. Das war jetzt nicht so geil. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. 10 Minuten, okay. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass es noch ein bisschen länger auf sich warten lässt. Wir sind ja jetzt erst Ende Runde 3. Das Problem ist, ich merke bereits jetzt, wie meine Hypersofts an Grip verlieren. Das ist nicht gut. Schön ist, dass Vettel und Bottas da gerade einen erbitterten Kampf austragen. Was mir natürlich dadurch jetzt einen etwas komfortableren Abstand rausgefahren hat. Das
Das heißt, ich kann auch etwas Reifen schonen vielleicht und ERS und Benzin sparen. Aber sie kommen wieder schnell dran. Aber das war eigentlich klar. Aber das Auto fühlt sich noch gut an. Und die wechseln hier ständig die Position, Bottas und Vettel. Der schlechteste. Kommen wir nicht jetzt schon Ende der Runde rein, ey. Klar sind die Reifen schon ein bisschen abgenutzt, aber wenn ich jetzt so früh in die Box fahren würde, dann würde ich mir sämtlichen Vorteil, den ich... Wow, was kommt Bottas jetzt auf einmal so krass nah dran? Würde ich mir sämtlichen Vorteil, den ich jetzt gerade durch den Kampf zwischen den beiden bekommen habe, sofort verlieren, weil ich eventuell nochmal an die Box muss. Aber ich habe gerade echt mega viel Zeit liegen lassen. Ach scheiße, ich war eben die ganze Zeit auf Kein und Niedrig unterwegs. Verdammt, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber so viel RS habe ich dadurch jetzt eigentlich auch nicht gespart, also... Das wundert mich jetzt ein bisschen. Habe ich jetzt, wenn das jetzt die ganze Zeit so war, wundert mich, dass ich dann so wenig bekommen habe. Aber Bottas, Vettel und ich glaube Verstappen ist es. Die drei sind sehr nah dran, also mit denen werde ich ein intensiven Fight, glaube ich, bis zum Schluss haben. Bottas versucht's. Rammt mich hier volle Kanüle. Blödes Arschloch. Was macht der Idiot denn da? Ist doch nicht mehr ganz dicht, ey. Verdammt, ey. Fährt er mir den Flügel kaputt? Das musste doch jetzt nicht sein, oder? Bottas. Hättest du auch auf der Geraden angreifen können. Dann wärst du wahrscheinlich sogar an mir vorbeigekommen, so nah wie du warst. Aber der checkt mich hier einfach weg, ey. Das kann nicht sein, sowas. Das war eigentlich eher ein unsportliches Verhalten von Bottas, also... Für sowas gibt es dann leider oft dann gar keine Strafe für die KI. Aber wenn man das dann selber macht, dann kriegt man eher eine Strafe. Das finde ich ein bisschen schade. Problem ist, meine Reifen sind echt down. Wetterbericht. Ja, du sollst mir sagen, wann das anfängt zu regnen. Nicht, was ich für Reifen fahren soll gerade. Oh Mann, ey. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,1 Sekunden. Na, immerhin den Teamkollegen habe ich weit hinter mir.
Sag mal. Und das Problem ist, dann haut er mich ein bisschen weg, der Wagen kommt ins Schlittern und ich krieg die Kurven noch nicht mal richtig. Also Bottas, das ist echt ein richtiger Assi-Move von dir hier gerade. Was du hier machst. Ich muss Flügelschaden ausschalten, weil sonst habe ich gleich gar keine Chance, überhaupt vor denen zu bleiben. Weil sonst werde ich sehr lange in der Box, glaube ich, stehen. Bottas und Verstappen bleiben hinter mir. Ich müsste auch vor Vettel bleiben. Ja. Schade, dass Bottas nicht hinter Magnussen. Ich wollte gerade sagen, schade, dass Bottas nicht hinter Magnussen geblieben ist, und dann wäre ich fast abgeflogen. Jetzt hatte ich so einen schönen kleinen Vorsprung und jetzt war der direkt weg. Weil ich mich dann doch mehr auf Bottas konzentriert habe als auf die Straße vor mir. Mann, Bottas, was machst du denn da schon wieder von der Bullshit? Meine Fresse. Was ist denn mit dem? Der fährt ja genauso eine Scheiße zusammen jetzt wie Hamilton in Baku. Was soll denn der Kack? Ich weiß nicht, was mit dem jetzt falsch ist, ey. Ein Renault gerade ist an der Box. Hamilton ist damit also aktuell Erster. Mit noch irgendeinem. Mit Grosjean. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,1 Sekunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass beide noch nicht an der Box waren. Schön ist schon mal, dass Magnussen an Bottas wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, was der Arsch da eben gemacht hat, ey. Und meinst du, Magnussen könnte ich eine Lücke rausfahren? Das konnte ich bei Bottas nicht machen. Jetzt quasi hier im Haas-Sandwich. Vor mir Grosjean, hinter mir Magnussen. Und ganz vorne fährt Hamilton. Guck mal, ob ich die auf die aufholen kann. Ja, das tue ich. Zwar nicht in Riesenschritten, aber ich komme näher. Was ich will und nicht was du willst. Das ist immer noch mein Rennen und ich bin immer noch hier der Fahrer und nicht du. Ich will das ERS vernünftig aufladen, damit ich es dann auch so abrufen kann und da abrufen kann, wo ich es will. Jetzt ist es eher ist ganz gut. Wenn ich jetzt nah genug dran bin, dann benutze ich es auch, aber so hat es aktuell eigentlich keinen Sinn gemacht, da auf Überholen zu gehen. Zumindest an der Stelle, wo er es gesagt hat, wo ich es benutzen soll, also. Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,6 Sekunden. Naja, wenn es eine Sekunde schneller wäre, dann wäre ich jetzt auf 2, noch was dran. Also da ist Jeff auch nicht so ganz auf dem Laufenden.
So, das RS ist jetzt gut gefüllt. Jetzt kann ich mal langsam pushen. Aber auch nur ein kurzes Stück immer mal. Die Wolken sind schon echt verdammt dunkel. Jetzt bin ich sehr nah dran. Jetzt kann man wirklich versuchen, dran zu fahren. Reifenstatus. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Das Problem ist, wenn die da vor mir natürlich mit einem Boxenstopp weniger durchkämen, das wäre natürlich fatal. Also Grosjean muss ich drankommen und Hamilton muss ich auch kriegen, aber der ist sehr weit weg. Das wird halt echt schwer. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,8 Sekunden. Weil man die Autos hinter mir haben einen großen Abstand. Hamilton hat halt einen Mega-Abstand schon zu Grosjean, also es ist schon heftig. Ich sehe halt aktuell leider auch nicht genau, wie viel Abstand er hat. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Wow. Ich habe im ersten Moment gedacht, der fährt in die Box. Ich glaube, hätte ich es da versucht, hätte es gekracht. So, mit der soll es aber eigentlich klappen. Jetzt bin ich gespannt, wie groß der Abstand zu Hamilton ist. Ich hoffe, der kommt noch vor dem Regen an die Box. Bin 0,6 Sekunden, das ist eine Menge und der ist auch super soft. Dem seine Reifen sind wahrscheinlich aktuell in einem gleichen Zustand wie meine, obwohl meine viel, viel jünger sind. Aber immerhin kann ich mich direkt von Grosjean etwas absetzen. Nicht viel, aber ein bisschen. Boah, die Strecke ist etwas rutschig. Wetterbericht. Wetterbericht. Rutscht ja wie Scheiße. Bestätige. Und ich weiß auch nicht, warum gerade mein Benzinverbrauch so krass hoch war. Das heißt, Hamilton hat eine richtig gute Strategie. Der kommt halt einfach mal mit einem Boxenstopp weniger aus. Scheiße, ey. Der kommt jetzt raus, noch bevor ich auf Inters bin. Das ist richtig bitter. Jetzt muss ich mit dem scheiß Haas ein bisschen warten.
So, nicht übertreiben am Anfang. Der Kollege ist in der Box. Regen hasse ich eigentlich. Das ist nicht wirklich mein Metier. Oh Mann, ey. Also ich habe nicht gedacht, dass es so früh regnet. Ich habe gedacht, vielleicht so ab Runde 22, 25. Aber nicht schon in Runde 16. Ja, Hamilton gibt hier mächtig Gas. Der kommt hier richtig gut zurecht. Ich bin aber auch mit dem Setup auch eher auf Trocken ausgegangen. Muss ich natürlich auch noch dazu sagen. Aber Grosjean auf 3, nicht schlecht. Also der Bremspunkt ist mal komplett für eine Tonne dann. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 8,8 Sekunden. Boah, ich habe hier kaum Grip, ey. Das ist heftig. Also ich glaube, den Sieg werden wir hier leider doch nicht nach Hause fahren können. Da hatte definitiv Hamilton die bessere Strategie. Der ist über 9 Sekunden weg von mir schon. Krasse Scheiße. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass er im Q2 die Supersofts genommen hat, anstatt den Ultra- oder Hypersofts. Also, krass. Zehn Sekunden, Alter, der wird ja immer schneller. Der wird ja echt immer schneller. Jetzt wäre wahrscheinlich ein Safety Car gar nicht mal so schlecht. Um da zumindest wieder ein bisschen Anschluss zu finden, ey. Uff. Grosjean konnte ich auf 4,5 Sekunden den Abstand vergrößern. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? In 5 Minuten schon. Punkt in manchen Kurven, der haut überhaupt nicht mehr hin. Ich denke, Hamilton ist jetzt schon bei der Wall of Champions, ey. Alter Schwede, haut der da einen Speed auf die Strecke gerade. Alle Achtung. Größerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Problem ist, gegen Grosjean fahre ich nicht wirklich ein Rennen. Ja, gegen Hamilton da vor mir, aber der ist halt mega schnell.